Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freizeitstrategen da draußen hier zu Hearts of Iron 4. Wir versuchen hier gerade eben immer noch ein paar Sachen endgültig zu regeln, wie zum Beispiel deren Existenz jetzt hier auf unserem Rasen. Ich bekämpfe sie hier immer noch, die Italiener und die Japaner, und versuche zu verhindern, dass sie in naher Zukunft... Oh, es sind sogar mal Franzosen hier. Aber wir sind doch ein französischer König. Egal. Nach wie vor sind wir meilenweit weg von Houston und versuchen jetzt hier, nachdem wir jetzt hier endlich mal denen einen harten Schlag verpasst haben, was sie hoffentlich eine ganze Menge an Truppen gekostet hat. Na, wir sind jetzt schon beinahe dabei. Wir haben beim letzten Mal geguckt, dass wir 20 Millionen, naja, beinahe 20 Millionen US-amerikanische Soldaten um die Ecke gebracht haben. Eigentlich müsste das schon beinahe den Kriegswillen von ihnen zum Teufel schicken. Was ist hier los? Warum blinkt das hier? Ich verstehe es nicht so recht. Irgendwas blinkt hier. Okay, hier blinkt zum Glück jetzt doch nichts. Oder, wo habe ich denn jetzt hier eine Entscheidung zu treffen? Wo habe ich eine Entscheidung zu treffen? Hä? Ich weiß es nicht. Wir werden es sicherlich bald erfahren. Ja, gucken wir einfach mal, ne? Nach wie vor sind sie hier auf uns nicht vorbereitet. Beziehungsweise, halt, ich habe eine bessere Idee. Was ist, wenn ich jetzt hier reinkeile? Und dann hier durchgehe. Ich will einfach mal gucken, ob ich sie damit auslöschen kann oder ob das nicht geht. Ihr könnt ja schon mal jetzt hier reindrücken. Oh, hier ist nur einer. Aber ich glaube, der wird tatsächlich die Verteidigung hier schaffen. Weil die Amerikaner inzwischen halt einfach keine Truppen mehr haben. Beziehungsweise keine Ausrüstung mehr haben. Ich fände es jetzt schon cool, wenn du hier bleiben würdest. Mein Freund und Kupferstecher. Na, ich wette, die können nachher da hoch raus, aber... Wenn ich sie hier tatsächlich kesseln könnte, würde ich das natürlich liebend gerne tun. Aber alles zu seiner Zeit. Ne? Also ich hoffe, dass wir heute nochmal einen guten Schritt in diese Richtung machen können. Der macht gerade eben auch nicht wirklich was. Der kann auch nochmal ein bisschen mithelfen. Ihr schlagt jetzt hier noch zu. Ihr schlagt jetzt hier noch zu. Es wäre sehr erbaulich, wenn ich euch jetzt hier loswerden könnte. Und ich habe hier nochmal ein paar... Was kann man denn noch machen? Tarnungsexperte. Verbesserungen. Scharmützler, Tarnungsexperte. Ja, ich nenne mal den Scharmützler. Und der andere Kollege hat auch nochmal was hier. Guerillakämpfer könnte er noch werden. Ja, komm, warum nicht noch die Verschanzungsrate verbessern, obwohl die eigentlich nicht wirklich Verschanzung machen. Aber egal. Also die... Die haben keine Ausrüstung mehr, die Amis. Guckt euch das mal an. Die haben keine Ausrüstung mehr. Und trotzdem sagt mir das Spiel, dass ich das hier nicht gewinnen werde. Das ist absolut kurios. Kurios as hell. So, gleich sind wir jetzt hier drinnen. Naja, gleich ist wie immer relativ. Wie sieht es eigentlich aus mit den Waffen? Wir haben 64.000 Waffen. Angeblich habe ich hier immer noch eine... Ach, ich habe einen Fliegerass, das befördert wurde. Ich habe einen Fliegerass? Ich habe Flugzeuge in der Luft. Wo habe ich denn bitte schön ein Flugzeug in der Luft? Ich bin mindestens irritiert, wenn nicht schlimmer. Ich bin mindestens irritiert. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir die jetzt hier raushauen. Sie haben halt nichts drauf, ne? Das ist halt das Ding. So, wie gesagt, wir warten jetzt darauf, dass die hier drin sind. Ich rechne halt ganz stark damit, dass die einfach hier... Man sieht es halt leider nicht, ne? Man sieht nicht, ob die da durch können. Aber wenn das jetzt hier klappt, dann können wir tatsächlich nochmal 10 Einheiten von ihnen auslöschen. Das hätte schon einen gewissen Humor für mich. So. Drin sind wir. Und jetzt räumen wir sie weg. Zumindest versuchen wir es. Ich will das auch direkt beobachten. Oh doch, die gehen drauf! Oh mein Gott! Ich kann diese Grenze für mich nutzen. Oh, hi. Ja, wir haben ja auch das Problem hier immer noch. Bitte beendet auch diese hier. Heiligsblechle, ich sag's euch. Kann es sein,
dass die USA endlich geknackt sind? Kann es endlich sein? Ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe. Man muss es halt leider wirklich so sagen, ne? Das Spiel hat mir schon so viel versprochen und nichts davon gehalten. Okay, die habe ich jetzt hier immer besiegt. Unsere Käufe sind immer noch so ein bisschen so lala. Aber die haben wirklich, also ich bin stellenweise jetzt ihnen auch einfach mal überlegen, ne? Okay, jetzt komme ich auf diese verrückte Idee. Was ist, wenn ich jetzt hier angreife? Ich komme da wahrscheinlich rein. Und was ist, wenn ich jetzt hier angreife? Na, dann kann ich jetzt diese Gebiete hier sichern. Hier ist momentan noch keiner drin. Die trauen sich auch gerade eben gar nicht, irgendwo reinzulaufen. Das muss man auch irgendwann mal dazu sagen. Man kann sie auch nochmal mitfighten. Das wird nochmal ein bisschen leichter dadurch. Dann kann ich vielleicht nochmal 9 Stück davon auslöschen. Und dann können wir irgendwann mal tatsächlich einfach mal einen breiten Vormarsch starten. Und dann endlich in den Sonnenuntergang reiten. So. Das hier scheint es auch endlich hinzuhauen. Ganz im Ernst, ich mache 3 Kreuze, wenn ich das hier endlich gewonnen habe. Und danach können wir immer noch entscheiden. Also ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Folgen mache. Ne? Die, von der Anzahl der Folgen her, also ich habe das ja hier immer noch jetzt hier Anfang März. Am 9. März nehme ich das jetzt hier gerade eben auf. 24. Rauskommen wird das hier ungefähr, glaube ich, am 24. April. Was ich damit sagen will, ich habe damit nicht gerechnet, dass es so lang dauert. So. Da ist wieder einer drin. Aber es müssen gar nicht alle da rein. Ein Teil soll hier auch stehen bleiben. So, wir sind jetzt hier. Das ist gut. Wir lassen einen hier stehen und der geht es dann da rein. Und dann habe ich, wie gesagt, hier nochmal eine gewisse Truppe. Hier am Stissel. Du pinnst den hier. Dass der mir jetzt hier nicht davonlaufen kann. Das wäre sehr, sehr nice, wenn das klappen würde. So, wie gesagt, die versuchen jetzt hier immer noch ihren Unfug zu machen. Ja, wir hinterfragen immer noch die sowjetische Politik, bla 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 bla. Und da sind wir wieder drin. Haut ihnen auf die Plauze. Dankeschön. Oh, ist das gut, ist das gut. Ne? Wir sehen auch langsam, aber sie gut. Sie sind hier immer noch uns zahlenmäßig hier überlegen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Hier unten sind sie uns auf jeden Fall noch zahlenmäßig überlegen. Aber qualitativ habe ich ihnen die Wirtschaft abgegraben. Jetzt schafft ihr das jetzt hier vielleicht endlich mal? Ich habe langsam aber sicher das Gefühl, die dauerhafte Antwort wird lauten, nein. Naja. Nach wie vor gucken wir mal. Wir machen jetzt hier immer noch die U-Boote. Hier kann ich die U-Boote leider noch nicht verbessern. Wir sind allerdings dabei, jetzt hier noch mehr Torpedo-Gedöns zu machen. Okay, und dann können wir hier noch... Ja, wie gesagt, ich forsche da einfach noch die Dinger durch, ne? Ich forsche die halt einfach immer noch durch. Also ich habe jetzt schon das meiste an Stahl der US-Amerikaner im Grunde jetzt hier eingesackt. Dann geht es hier mein Angriff in diese Richtung. Hier geht noch ein Angriff hin, um die jetzt hier zurückzutreiben. Einfach um es hier meine... Jawohl, die haben wir jetzt hier endlich erledigt. Ich könnte jetzt tatsächlich... Wisst ihr was? Wir gehen jetzt dahin. Der hier bleibt hier stehen. Ich möchte nach wie vor versuchen, die da oben jetzt hier noch zu kriegen. Bismarck ist auch ein Ort, der um diese Jahreszeit vielleicht sogar relativ schön ist. So langsam aber sicher scheinen wir hier einen gewissen Erfolg zu verspüren hier. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, langsam aber sicher. Mit Betonung auf so langsam aber sicher. 29. August, boah, gleich ist das Gefangenenbefreien durch. Dann können wir endlich... Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, die Armee zu infiltrieren. Ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, ob das noch Sinn macht. Wir werden es sehen. Puh, okay.
Ein feindlicher Agent wurde umgedreht. Es gibt Schlimmeres. Ihr pusht jetzt hier rein. Na, ich versuche jetzt hier auch nochmal irgendwie einen Kessel so nach und nach jetzt hier mal vorzubereiten. Die eine Hälfte attackiert hier, die andere Hälfte attackiert hier. Dann kannst du hier noch mit attackieren. Dann wird das hier eine sehr, sehr klare Sache. Dann können wir hier vielleicht, wie gesagt, hier so eine Art Ausbuchtung, einen Kessel vorbereiten. Sag mal, wie viele Agenten nehme ich eigentlich gefangen? Das ist ja nicht zu glauben. So, du gehst jetzt hier hin und dann dahin. Wir sind wirklich mit einem jetzt hier reingekommen. Du greifst jetzt hier nochmal da an und die anderen können halt gerade eben leider nicht. Es war ein harter Grind, hier hinzukommen, Leute. Es war wirklich ein harter Grind. Wie gesagt, wenn wir die jetzt hier noch hinbekommen, dann haben wir den Durchmarsch. Dann haben wir ihn endlich. Auf den wir schon die ganze Zeit gewartet haben. Ich bin sogar der Meinung, wir können hier noch angreifen. Wir können hier noch angreifen. Und dann müssen wir nur noch den hier kriegen, dann haben wir nochmal 5 von ihnen erwischt. So sehe ich das. Einer bleibt hier stehen. So, du kannst hier noch angreifen. Hier macht die Hälfte auch nochmal einen Angriff. Jawohl. Oh, hier waren wir schon recht erfolgreich. Ich gehe jetzt mal mit der Hälfte schon mal hier rein. Und noch mit einem weiteren möchte ich hier reinfahren. Das wäre halt quasi wieder fast eine Armee, die wir jetzt hier kesseln würden. Und die scheinen jetzt hier dumm genug zu sein, darauf gar nicht so wirklich zu reagieren. Nochmal die Hälfte da rein. Die haben wir jetzt hier auch. Ich will jetzt wieder mit einem einzigen den jetzt hier kurz mal binden. Jawohl, jawohl, jawohl. Nee, du musst jetzt da runter noch gehen. Wie lange braucht ihr noch da rein? Jawohl, wir sind drin. Das gewinnt er ja wohl hoffentlich gegen die hier. Ja, es dreht sich um, das ist gut. Dann... Es sind noch relativ viele hier. Es sind noch relativ viele. Aber auch das hier scheint langsam aber sicher hinzuhauen. Okay, hier fährt nochmal einer hin. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt haben wir diesen Punkt hier gleich. Jawohl, es sind schon zwei. Jetzt kann ich noch mit einem hier weiterfahren. Und den jetzt hier quasi in die Walachei jagen. Ich hole mir noch einen dazu. So, du musst jetzt hier noch mit angreifen. Die Hälfte von euch greift hier noch mit an. Und ich werde wieder irgendwo angegriffen, dass es einfach nur noch ätzend und lästig ist. Wo? Hier. Okay, sie werden wohl nicht reinkommen. Sagt mir mein Gefühl. Ja, die werden hier wohl abprallen. Was mache ich mit euch noch? Hier noch die Hälfte hier noch nutzen, um hier noch zu attackieren. Das hier, wie gesagt, könnte ein weiterer geiler Erfolg werden. Jawohl, der ist schon hier drin. Ihr bleibt jetzt hier stehen und sorgt dafür, dass das jetzt hier zu keinem Debakel für mich wird. So, jetzt kommt schon, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Yes, jetzt haben wir es. Also, ihr könnt jetzt hier attackieren. Greift hier an. Nee, ihr bleibt hier noch stehen. Du greifst hier noch mit an. Und du greifst hier noch mit an. Dann haben wir auch gleich Denver. Das bringt auch nochmal 5 Punkte.
Und mein Gefühl in dieser Situation wird immer besser. Ja, hier in Denver sind sie geschlagen. Hier sind sie geschlagen. Hier sind sie geschlagen. Hier sind sie geschlagen. Jetzt kämpfen sie nur noch hier. Sie sind überall geschlagen. Sehr gut. Sie sind überall geschlagen. Ich weiß gerade eben immer noch nicht, wie viele es sind, aber es sind 3, 10, 12, 18, 19, 23. Es ist wieder über eine Armee. Wieder über eine ganze Armee, die wir jetzt hier auslöschen. Direkt hier noch mehr Druck machen. Wir wollen Helme fliegen sehen. Und damit, jawohl, ey, das ist einfach so herrlich. Zack, 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 zack. Come on, come on, come on. Und das war der letzte. Ah, nee, nicht ganz. Hier kommen noch 7. Aber das schaffen wir jetzt hier auch noch spielend. Hier ist auch nichts weiter Schlimmes mehr passiert. Du greifst es hier von Ida an. Du greifst hier jetzt hier wieder an. Die Sachlage hier bleibt halt einfach anstrengend, ne? Schön weiter angreifen. Und ihr macht hier noch weiter. So, hier gibt es übrigens auch nochmal eine lustige Möglichkeit. Wenn ich jetzt die hier noch einsperren kann, das ist zwar jetzt nicht ganz so ein großer Kessel, aber es ist immer noch ein Kessel. Indem wir 3 weitere Units hier besiegen können. Und so langsam aber sicher wird es für die Amerikaner dann doch dünn. Also ich habe das Gefühl, dass ich so langsam aber sicher dadurch jetzt hier die Oberhand gewinne. So, wie gesagt, wir werden das jetzt hier trotzdem natürlich noch tun. Rein aus Prinzip. Könnte ja sein, dass es uns am Ende doch noch irgendwie weiterhilft. Die haben es dann im Grunde alleine mit Landstreitkräften geschafft, ne? Also völlig ohne die Hilfe von irgendwelchen Fliegereinheiten. Nochmal 3 Stück. Ausgezeichnet. Da flogen die Helmchen. Und ich wollte ja immer noch die jetzt hier eigentlich noch ranbringen. Was ist, wenn ich jetzt dich darüber bringe? So, dann sind wir jetzt hier zwar drüber. Ich dotze euch jetzt aber hier ran. Jetzt müssen die sich dann halt da hoch bewegen. So, ihr bewegt euch jetzt hier schnell. Könnt euch jetzt hier wieder aufbauen. Und dann kann ich versuchen, nochmal jetzt die hier dann rauszunehmen, wenn es dann soweit ist. Ich nehme jetzt die hier komplett aus der Gruppe raus, lasse sie aber noch kurz da stehen, wo sie sind, um die Verteidigung zu organisieren. Und dann werde ich mit denen jetzt hier das machen, was man normalerweise mit Panzern macht, nämlich hier gezielte Kesselungsaktionen durchführen. Aber erst müssen die Truppen dafür natürlich stehen. Also alle müssen da stehen, die da später hin müssen. Ich finde es immer noch faszinierend, dass die hier immer noch so krass standhalten. Wie sieht es aus mit den Waffen? Immer noch 67.000, das ist gut. Deutsche Marinemitarbeiter, Marinemitarbeiter. Nee, das brauche ich einfach nicht. Panama-Kanal sprengen will ich, wie gesagt, auch nicht. Wir könnten noch mehr Öl machen, aber wozu? Das machen wir nicht. So, Freunde. Hier bewegen sich gerade auch eine Menge Truppen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich dann vielleicht sogar jetzt hier diese Position nutzen möchte. Dann könnten wir da oben, ich meine, hier ist auch einigermaßen eben, ne? Also das ist eine ordentlich ebene Provinz. Oder vielleicht hier so reinstoßen. Ja, wobei hier sind wiederum sehr, sehr viele Flüsse. Man könnte auch hier versuchen, einen Kessel zu veranstalten. Aber wie gesagt, dafür müssen jetzt erstmal die Truppen alle stehen. Ich glaube, so langsam aber sicher stehen sie alle.
Hier laufen noch einige. Also ich muss noch kurz warten, ja. Also wie gesagt, den hier muss ich jetzt rausnehmen aus der Nummer. Da drüben reinnehmen. Jetzt packe ich die eine Hälfte meiner Truppen. Die packe ich jetzt mal dahin. Und die andere Hälfte... was mache ich denn da? Ich will doch die andere Hälfte haben. So, also ab hier. Die muss ich jetzt halt leider immer so händisch schnappen. Die will ich hierhin und dann dahin gefahren haben. Und dann machen wir hier so einen lustigen kleinen Kessel. Das kostet sie dann quasi die letzte Armee und dann durfte ich, dann bin ich der Meinung, dann ist der Durchmarsch eigentlich jetzt hier schon beschlossene Sache. Denn sie sind uns nicht mehr zahlenmäßig gewachsen. Ich kann noch mehr Stahl produzieren. Wir machen tatsächlich, wie ihr sehen könnt, noch jetzt endlich mehr Knarren. Zusatzausrüstung machen wir leider gerade eben immer noch ein bisschen wenig, aber das können wir auch wieder hinbekommen. So und so. Ja, wir machen wieder mehr Zusatzausrüstung. Wir haben inzwischen auch wieder einiges an Fahrzeugen. Ja, nee, das ist nicht so gut. Okay, aber... das hier ist in Ordnung. Ich brauche halt nicht unbedingt den Stahl für die Schiffe. Das ist für unseren aktuellen Sieg völlig belanglos. Wir haben es übrigens immer noch nicht geschafft. Es wäre halt mal echt Gold wert, wenn wir es jetzt hier endlich mal reinschaffen würden. Das wäre schon langsam aber sicher echt mal gut. Es ist halt immer noch rot, wisst ihr? Es ist immer noch rot. Wo wir bei 97 stehen. Na komm schon. Die haben doch nichts mehr. Ich bin einfach menschlich erschüttert, wenn ich mir das so angucke. Okay, Leute. Hier sind es jetzt fast alle da. Das wird es hier gleich wieder... hier sind sie schon. Okay, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr attackiert jetzt hier. Dann lasse ich... zwei Stück stehen. Dann gehen wir mit denen anderen dahin. Hä, warum können die denn da nicht hin? Ah, jetzt geht's. Dann lasse ich da auch wieder zwei Stück stehen. Dann gehen wir dahin. Dann lasse ich da auch wieder zwei Stück stehen. Und dann gehen wir dahin. Dann haben wir schon mal einen Versorgungshub. Und ihr? Ihr geht jetzt also da rein. Lasst dann hier zwei Stück stehen. Geht dann dahin. Lasst dann zwei Stück stehen. Geht dann dahin. Ihr geht also... nein! Ach komm, was soll denn das? Dahin. Dann dahin. Zack, zack. Also ihr müsst dahin. Lasst dann, wie gesagt, zwei Stück stehen. Geht dann dahin. Ich habe nicht gesehen, doch dieses komische Teil, dass da nochmal ein Land dazwischen ist. Ihr müsst dann dahin. Lasst dann zwei Stück stehen. Geht dann dahin, lasst dann zwei Stück stehen und geht auch hier rein. So, so jetzt der Angriffsplan. Wo sind die anderen Fahrzeuge? Ach, hier. Ja, ja, sie machen schon. Wo kommt wieder der nächste Angriff hier an? Ich sehe es halt. Ach, da oben wieder. Wollte gerade schon sagen, ich sehe es wieder mal nicht. Also geht es hier hin. Geht es hier hin. Beendet den Unfug, den sie jetzt hier machen. Ja, und die sind jetzt hier da wieder angekommen. Aber das Schöne ist, ich krieg sie hier direkt wieder weg. Okay, gut. So, hier der Durchstoß findet statt. As planned. Hier, so wie es aussieht, ebenso. Ich
kann sie mit der Hälfte jetzt hier schon mal dann versuchen, die hier noch rauszuboxen. Ich boxe euch auch hier mal so weg, damit das hier keine zu gefährliche Engstelle für mich wird. So, sie sind auch sogar schon gleich drin. Kanonen. Ja, ja, ja. Macht ihr mal weiter mit eurem Flugzeugzeug da. I can live with it. You have to. Das war jetzt hier wieder mal sehr, sehr knapp und gefährlich. Also es sieht so aus, als ob wir die USA tatsächlich wirtschaftlich langsam aber sicher geschlagen haben. Was sich beinahe wie ein Meme anfühlt, das zu sagen. Es klingt geradezu drollig. Hier sorgen wir dafür, dass es auch keine zu krasse Engstelle wird. Jawohl. Ja, hier werden sie wieder angegriffen. Wie sieht's aus? Jetzt kommen sie gleich hier rein. Wir sind jetzt hier drin. Gleich sind wir in Wichita. Oh Mann, oh Mann. Das waren einfach ein paar so wichtige Kesselungen, ich sag's euch. Hier wird wieder jemand rausgeknüppelt. Ja, die sind zuerst drin. Was lustig ist, weil ich dachte, dass jetzt die von oben als erstes schaffen. Also, ihr pusht jetzt hier so rein. Du pusht jetzt hier so rein. Du pusht hier so rein. Du pusht hier rein. Du hier, die andere Hälfte von euch pusht hier rein. Du pusht hier rein. Du hier. Dann könnt ihr aber auch hier noch angreifen und hier. Ihr greift hier noch an. Dann greift ihr hier noch an. Sieben, acht, neun, zehn, 14, 17, 18, 19, 22. Es sind wieder 25. Also wieder eine ganze Armee, die wir jetzt hier gerade eben wieder gekesselt haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cool, jetzt kann ich auch hier die großen, schweren Kampfflugzeuge hier machen. Und ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mal eine Atombombe werfen muss. Ich dachte erst, ich müsste es, aber nein, ich muss es nicht. Und ehrlich gesagt bin ich immer glücklich, wenn ich das nicht muss. Denn ich finde das immer so ein bisschen unelegant. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich eine Atombombe werfe, dann habe ich irgendwie vorher irgendwie taktisch nicht alles richtig gemacht. Aber ich persönlich bin auch einfach kein Fan von Atombomben. In keinster Weise. So, jawohl, 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 da sind sie weggeplöppt. Jetzt könnt ihr euch hier wieder aufstellen. So, und jetzt kommt der nächste Gag. Wir können nämlich jetzt mit den Jungs hier, weil die sich jetzt hier einfach hier so wunderbar jetzt hier wieder versammelt haben, stellen wir uns hierhin mit allen und gehen dann, sobald sie alle da sind, hier so rein und machen hier nochmal so einen kleinen Schnitt durch die Runde. Oh, was ist da passiert? Also wir sind jetzt dir losgeworden, das ist ja schon mal ganz fein. Das hier ist es nicht. Wieder einmal haben wir einen unerwarteten Angriff jetzt hier abzuwehren. Na komm, hilf hier mal mit. Diese endlosen Invasionen. Sie nerven schon ein bisschen. Der hat hauptsächlich Verteidigung übrigens aufgebaut, der Typ. Und der hat noch gar nicht so wirklich großartig was aufgebaut. Aber der, oh, der hat richtig viel Attacke. Ein deutscher Agent. Wie drollig.
So, okay. Wir sind jetzt wieder bei 30 Minuten, Freunde. Ich mache trotzdem nur mal ein paar Minuten länger. Weil ich wenigstens diese Attacke hier noch angefangen haben will. Oder vielleicht sogar noch beendet haben will. Und wenn wir Glück haben, können wir dann in der nächsten Folge. Ich weiß, ich sag schon seit Ewigkeiten, aber es ist halt einfach nicht vorhersagbar gerade eben, wie lange hier jetzt was dauert. Also. Nein, ihr sollt hier hinfahren und dann hier angreifen. Warum fährst du jetzt da? Sag mal, seid ihr doof oder was? Ich sag doch die ganze Zeit, ihr sollt hier hinfahren und dann mit Shift hier rein. Ich verstehe nicht, warum der jetzt hier unbedingt angreifen will. Der soll hier hinfahren? Also, man weiß es einfach nicht. Also gut, ich boxe die jetzt hier einfach raus und dann gehen sie noch hier hin. Ja, dann machen wir jetzt hier diese Zone ein bisschen breiter, in der sie nicht agieren können. Manchmal ist es einfach nur whack. So, die Hälfte von euch greift hier an. Wie gesagt, die haben halt einfach überhaupt gar keine Mats, ne? Deswegen halten die das halt auch einfach nicht lange durch. Omaha ist das nächste Ziel. Ihr könnt hier schon mal direkt dann weiterfahren. Omaha ist aber nur ein Punkt wert. Wo greifen sie jetzt schon wieder an? Ach, schon wieder da oben und wir werden schon wieder, so wie es aussieht, besiegt werden. Du gehst schon mal hier hin. Wie sieht es hier aus? So also mittelschlecht. Die haben tatsächlich einen Hafen erobert. Ich hasse einfach alles mal wieder. Seufzt. Ja, sie haben es natürlich wieder geschafft. Wir können auch mal ein moderneres Flugzeug jetzt hier erschaffen. Ne? Also das wird halt auch wieder eins mit schwerem Bombenschacht und so weiter und so fort. Vier, sechs Düsentriebwerken. Dann einen Verteidigungsturm mit zwei schweren, oh, Kanonenverteidigung. Na, die müssen nicht so schwer werden. Dann hier halt noch Spezialmodule. Nee, das braucht man nicht. Elektronik, Funknavigation und Bombenzielvorrichtung 2. Und schon ist das Fliegerchen fertig. Schon ist es fertig, Freunde. Okay, und das werden wir halt doch an dieser Stelle in Cut setzen. Ah, wobei, wo wir gerade bei Cuts sind. Wo wir gerade bei Cuts sind. Nee, müssen wir noch gar nicht. Wir müssen gar keinen Cut setzen. Wir cutten, wenn das hier abgekattet ist. Die Frage ist, wer von euch ist hier schneller drin? Ich glaube, die Infanterie ist es ausnahmsweise. Können wir die Geschwindigkeit hier erhöhen? Und zack, ja, da ist es passiert. Ihr greift es also, wie gesagt, die da an. Ihr greift die da an. Ihr greift die da an. Die da. Und die da. Und du kannst auch hier mit angreifen. Da sind auch nochmal 9, 10, 13, nochmal eine halbe Armee, die wir jetzt hier damit auslöschen. Oder ans U-Boote. Wir haben gleich 1952, aber das ist mir völlig egal. Das Spiel endet ja nicht. Nur weil eine bestimmte Jahreszahl erreicht ist. So, am Ende dieser Folge gucken wir mal, wie hoch wir jetzt hier unseren Counter gebracht haben. Wo sind die USA? Wo sind die? Da sind sie. Zwei. Ich habe allein in dieser Folge über 2 Millionen ausgelöscht. Okay. Ja, gut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Freunde. Beim nächsten Mal kommt der Push, der große. Ich hoffe es. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.